Moin Moin zusammen, in diesem Video erkläre ich dir anhand eines Beispiels, wie du bei einer Polynomfunktion dritten Grades das Monotonieverhalten ganz einfach bestimmst. Und zum Schluss gibt es sogar noch eine kleine Übungsaufgabe mit Lösung für dich. Wenn ich das Monotonieverhalten bestimmen möchte, ist es dasselbe wie das Steigungsverhalten bestimmen. Zu Deutsch, ich möchte wissen, in welchem Bereich steigt die Funktion, in welchem Bereich fällt sie und in welchem Bereich steigt sie zum Beispiel wie hier wieder. Also ich möchte genaue Angaben haben, wann steigt es, wann fällt es, wie bei so einer Bergwanderroute. Wann geht es den Berg hoch, wann geht es den Berg runter und so weiter. Und das möchte ich eben angeben. Und das natürlich am besten in Intervallen. Wenn du Monotonieverhalten anhand von verschiedensten Beispielen ausführlich erklärt haben möchtest, wie das funktioniert und warum, dann geh doch einfach mal auf meinen Kanal und gib es ein, weil da habe ich ein sehr ausführliches Video dazu gemacht. Um das Monotonieverhalten bestimmen zu können, brauche ich zuallererst die erste Ableitung. Also mache ich das doch mal. Da wir hier x hoch 3 minus 4x² plus x plus 6 haben, merke ich, dass das hier einzeln abgeleitet werden muss, die minus 4x² einzeln abgeleitet, die plus x, also das x, einzeln abgeleitet und die 6 einzeln abgeleitet muss. Das hat was mit der Summen- und Differenzregel zu tun. Also wenn du Variablen mit Zahlen dran hast oder halt Variable oder Zahlen, die irgendwie aneinander mit Plus oder Minus sind, muss man das halt jeweils einzeln ableiten. Aber zu den Ableitungsregeln habe ich eine geile Playlist, wo ich dir wirklich jede Ableitungsregel und auch jedes Ableitungsszenario super ausführlich anhand von Beispielen und Übungsaufgaben erkläre. Zieh dir die einfach mal auf meinem Kanal rein. Hier machen wir es jetzt quick und dirty. Wie leite ich den ganzen Bad Boy ab? Naja, x hoch 3 abgeleitet. Ich mache das immer nach demselben Schema. Ich nehme die Potenz, die hoch 3, und ziehe die nach vorne. Siehst du hier, x hoch 3, 3 nach vorne geholt, mit mal verbunden. X hoch 3 nehme ich wieder mit, aber die Potenz rechne ich minus 1. Das ist immer so. Machen wir das nächste. Minus 4x² ableiten. Ich ziehe wieder die 2 nach vorne, flupp. Das Minus, das nehme ich mit, die 4x nehme ich auch mit, hoch 2 nehme ich auch mit und nehme auch die Potenz minus 1. X abgeleitet ist nur noch 1. Warum? Weil vor dem x steht gedanklich eine 1, das ist ja plus 1x. Aber die 1 macht man nicht immer hin, aber die ist gedanklich da. Und eine Zahl mit einer Variablen, also in unserem Beispiel x abgeleitet, ist immer nur noch die Zahl. Und darum wird aus dem 1x abgeleitet nur noch 1. Und die 6 abgeleitet, die fällt raus. Die wird zu nichts, die wird zu 0. Du kannst dir merken, eine normale Zahl abgeleitet wird immer zu 0. Nun rechne ich das einfach sauber zusammen. Aha, also 3 mal x hoch 3 minus 1 ist nur noch 3x². Minus 2 mal 4 ist minus 8. X hoch 2 minus 1 ist nur noch x hoch 1. Aber die hoch 1 macht man nicht hin. Aber kannst du machen, wenn du das möchtest. Aber gedanklich steht sie eh da. Und 1 bleibt 1. Und schon haben wir den alten Bad Boy, die erste Ableitung. Und wenn ich dann eben diese erste Ableitung gebildet habe, dann kann ich endlich meine Monotonietabelle oder eben Steigungstabelle angeben. Und die sagt eben Folgendes. Im Endeffekt starten wir immer, wir schauen eigentlich den Definitionsbereich an. Bei einer Funktion dritten Grades ist aber der Definitionsbereich von minus unendlich bis plus unendlich, also kann man das gedanklich weglassen. Ansonsten haben wir nochmal Definitionsbereich bestimmt, habe ich auch ein geiles Video, einfach auf dem Kanal gucken. Und dann starte ich bei minus unendlich. Und nun brauche ich meine Extrempunkte. Die habe ich schon vorher ermittelt. Falls du wissen möchtest, wie ich das gemacht habe, gib einfach mal ein, Polynomfunktion dritten Grades, Extrempunkte berechnen, alles an, da findest du das Video. Weil wir benötigen die x-Werte von den Extrempunkten. Weil diese definieren unsere Intervalle. Ansonsten würdest du natürlich die Extrempunkte berechnen, indem du die erste Ableitung 0 setzt und dann ganz normal diese Gleichung löst. Aber das wie gesagt im anderen Video. Und nun nehme ich diese x-Werte und wie gesagt, ich starte bei minus unendlich. Und dann laufe ich der x-Achse bei minus unendlich entlang und suche den ersten x-Wert, der kommt. Und bei dem Beispiel ist es natürlich die 0,13, die mir als erstes über den Weg läuft. Ne? Hier, die kommt als erstes. Also von minus unendlich bis 0,13 ist unser erstes Intervall. Manche Lehrer und Profs wollen, dass man den Extrempunkt an sich auch noch als Intervall angibt, aber manche wollen es nicht. Also macht es, wie dein Lehrer es mag. Ich habe es dir mal sicherheitshalber hier angegeben. Dann gehst du vom ersten Extrempunkt 0,13 bis zum nächsten, wenn du dann auf der x-Achse weiterläufst. Und da wir hier zwei Extrempunkte haben, ist logischerweise der nächste 2,54x technisch. Also 0,13 bis 2,54, nächstes Intervall.
Dann wieder 2,54, falls dein Lehrer den Fetisch hat und möchte, dass du es angibst. Und dann von 2,54 bis plus unendlich, weil danach kommen ja keine Extrempunkte mehr. Und nun kommt die erste Ableitung der alte Bad Boy ins Spiel. Weil dort setze ich nun Werte, die in diesem Bereich liegen, ein. Also zwischen minus unendlich und 0,13. Alles, worauf ich Bock habe. Also alles, was dazwischen liegt. Ich hätte 0 nehmen können, 0,10. In meinem Beispiel habe ich jetzt einfach minus 1 genommen. Und das setzt du in deine erste Ableitung hier, überall wo x ist, ganz normal diesen Wert ein. Also bei mir jetzt minus 1. Ne? Wichtig dann auch in Klammern. Und dann rechnest du das aus. Und dieser Wert gibt nun Infos darüber, ob es streng monoton steigend oder fallend ist. Weil wenn der Wert positiv ist, dann bedeutet das, in dem Bereich ist es streng monoton steigend. Wäre es negativ, dann wäre es in dem Bereich streng monoton fallend. Also das ist nur so ein Indikator für dich, ob es steigend oder fallend ist. Mehr nicht, naja, im Endeffekt schon, aber das erkläre ich auch sehr ausführlich im Monotonie-Video, warum das so ist. Für dich, falls du es in der Prüfung einfach nur hinrotzen willst und Punkte haben, merk dir das. Dann, wenn ich natürlich meinen Extrempunkt, den x-Wert an sich einsetze in die erste Ableitung, dann muss 0 rauskommen. Ja, logisch, weil so habe ich den auch berechnet, aber dazu im Extrempunkte-Video ausführlich dazu. Dann nehme ich einen Wert zwischen 0,13 und 2,54. Ich habe mich jetzt für 1 entschlossen. Ja, das liegt ja dazwischen, das funktioniert wunderbar, lässt sich auch schön einfach schnell rechnen. Da kam dann raus minus 4, das ist negativ der Wert, also es ist streng monoton fallend. Dann wieder 2,54, logischerweise ergibt das 0, weil das ist ein Extrempunkt. Und dann zwischen 2,54 und plus unendlich, ach, da habe ich jetzt einfach mal 3 genommen, weil ich darauf Bock hatte. Da kommt 4 raus, das ist positiv, also streng monoton steigend. So, und merkst du, im ersten Bereich steigt die Funktion, dann fällt die Funktion und dann steigt sie wieder. Hier habe ich jetzt noch eine kleine Übungsaufgabe für dich. Probierst du es selbstständig, halt das Video an und bestimme mir das vollständige Monotonieverhalten. Hier haben wir die erste Ableitung, die zweite Ableitung. Damit hättest du die Extrempunkte und deren Arten bestimmen können. Die habe ich dir jetzt hier schon mal charmant vorgegeben. Und dann ist das Intervall wie folgt. Von minus unendlich bis minus 0,43. Dann von minus 0,43 bis 3,1. Und von 3,1 bis plus unendlich. Hier habe ich zum Beispiel die Extrempunkte, die Zwischenintervalle einfach weggelassen. Weil wie gesagt, die meisten Lehrer wollen das gar nicht. Falls du noch mehr Übungsaufgaben zu dem Thema suchst, unten in der Videobeschreibung wirst du fündig. Und ansonsten, falls ich dir mit diesem Video helfen konnte, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Ein Abo ist nur ein kleiner Klick und unterstützt mich unfassbar riesig. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Mach's gut!